Das ist der erste Tag, der auch freut mich, dass ich heute bei diesem ganz aktuell brennendes Thema, die Situation in Irak und Syrien, beschäftigt uns alle. Was geht dort ab? Was könnte passieren? Was wird nicht passieren? Man hat nicht etwa nur einen Augenzeuge da, sondern jemand, der dort selber herkommt. Du bist dort aufgewachsen in Bagdad. Der Filmer Samir hat jetzt gerade einen Film gemacht, Iraqi Odyssey. Danke, dass du gekommen bist. Wer bist du? Oh, wer bin ich? Mhm. Also, darf ich 3 Antworten geben? Kurze. Citoyen von diesem tollen Staat, der als multikultureller, demokratischer, föderalistischer Staat im 19. Jahrhundert gegründet worden ist. Das heißt als erstes. Das ist das erste. Ja. Das zweite ist ein Kosmopolit. Mhm. Ich bin in Bagdad geboren, in einer Zeit, wo Bagdad in die Moderne eingetreten ist, wo es modern und toll war. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, als Kind. Und alles ist klein und Polizist weckerli-mässig geworden. Ich habe mich aber überall adaptiert. Ich kenne beide Kulturen und ich kann auch überall schon in der Welt gearbeitet. Und als Drittes, ich bin ein Secondo. Das heisst, einer, der in diesem Staat sozusagen der Albtraum geworden ist von dem Milliardär und seiner Gang da an der Goldküste, wo mit ihren Propagandalügen uns terrorisiert. Okay, also, lassen wir es mal da stehen. Wir kommen sicher auf eins oder das andere wieder zu sprechen. Okay. Du kommst aus einer schiitischen, religiösen Familie und erzählst in deinem Film ja Geschichte von deiner Familie und vom Irak parallel. Dein Grossvater war sehr religiös und trotzdem hat er, überraschend vielleicht für viele, hat er nicht nur seine Buben studieren lassen, sondern auch seine Mädchen. Die sind alle Ärzte, Techniker, Ingenieur geworden etc. Ja, also das ist etwas, was mich selber erstaunt hat, als ich den Film gemacht habe. Ich habe sehr, sehr wenig gewusst von der Herkunft von meinem Grossvater. Ich habe gewusst, er hat in Najaf studiert, der heiligen Stadt der Schiiten, dass er islamisches Recht studiert hat, dass er den Koran studiert hat und die arabische Sprache. Aber ich habe nicht mir können vorstellen, dass er aus dieser Umgebung heraus dann hat können so ein moderner, aufklärter, freiheitlicher Mensch werden, wie ich ihn erlebt habe als Bub. Ja? Und das ist das, was mich am meisten verblüfft hat. Also schauen wir doch mal zurück. Du hast es vorher gesagt. Bagdad, späte 50er Jahre, wo du da warst. Eine moderne Stadt, wo man sieht, die Leute sind dort, die sich verhalten, auch wie bei uns. Man sieht die Stadt. Und trotzdem sagst du, der Kolonialismus, der Westen, ist eigentlich verantwortlich, dass alles schief gegangen ist. Man hat jetzt das Gefühl, das ist noch zur kolonialistischen Zeit. Dort ist alles gut gegangen. Ja, man muss natürlich einfach nicht in die Schwarz-Weiß-Zeichnung hineinfallen. Aber das hast du gemacht? Ja, das glaube ich nicht. Gesagt, der Westen ist verantwortlich für alle Kriege, die der Irak zerstört hat. Ja, und dann, ich denke, da lasst du so jemanden wie Saddam Hussein ein bisschen Licht von der Arme. Nein, natürlich nicht. Also es ist so, wenn man meinen Film gut anschaut, dann versteht man, dass ich von einer Ambivalenz rede. Dass die Leute nicht nur ein Objekt sind, sondern auch ein Subjekt. Also meine Familie, die ich darin erzähle, haben sich aktiv beteiligt. Sie waren Kommunisten? Sie sind... Ja. Alle sind Kommunisten. Sie haben also einen laizistischen, kommunistischen Staat machen. Ihre Gegner, das ist jetzt überraschend für mich in dem Film, sind Basisten. Sie waren eigentlich auch Sozialisten. Also, Laizisten. Also wenn man Nationalsozialisten als Sozialisten betrachtet, kann man natürlich das oberflächlich so anschauen. Das Programm, das es hatte, war ein sozialistisches Programm, das sich dann einfach faschistisch manifestierte. Aber was mich überrascht hat, dass die Religion, die heute im Zentrum steht, der religiöse Konflikt, spielt dort überhaupt keine Rolle. Nein, in meiner Kindheit und auch in der Jugend später ist nicht einmal diskutiert worden, ob wir aus einer schiitischen Familie kommen. Ich habe das in dem Sinn gar nicht richtig wahrgenommen, sondern ich habe gewusst, ich bin mit meiner Großmutter in die Moschee geschleppt worden und so. Aber es ist mehr eine Art Folklore gewesen. Und so ist es auch meistens auch übergegeben worden, dass quasi die älteren Leute sind halt noch so schwer religiös, aber die Religion hat überhaupt keine Bedeutung in diesem Moment. Aber wie hat denn das können sich in eine völlig andere Richtung entwickeln und wie hat man das können zulassen, dass dann plötzlich der Graben, der unglaubliche Graben zwischen Sunniten und Schiiten entstanden ist, wo das Land jetzt zerrisst? Ich glaube, das würde die ganze Sendung sprengen, wenn ich in Details würde gehen. Aber darf ich etwas dazu sagen? Ja. Es ist so, dass natürlich, wenn du 35 Jahre lang eine Diktatur hast und vorher schon Rebellionen und Aufstände gehabt hast gegen das Militär und die Menschen eigentlich den Weg in die Moderne gegangen sind, aber der in Diktatur und Terror geendet hat, dann
und jede Generation nachher, die kommt, sagt, ja, der Weg ist schief gelaufen. Also. Und ich glaube natürlich schon, dass der Krieg vor allem nachher gegen den Iran, wo übrigens wirklich mit Hilfe der USA, wo der Diktator unterstützt hat gegen den Iran, aber gemacht hat Saddam Hussein. Er hat eine iranische Provinz erobern. Ja, oder? Das hat er, das sage ich auch in meinem Film. Aber unterstützt wurde ist dort in diesem Moment von den Amerikanern. Ja, weil die Amerikaner natürlich gegen den Ayatollah waren. Genau. Also von dort her, du siehst, es hat immer ein Subjekt und ein Objekt in dieser Geschichte. Und wichtig ist eigentlich, immer zu sehen, wer in welchem Moment, den entscheidenden Moment, also sagt, wo es durchgeht. Also ich kann dir nur ein Detail noch sagen. Zum Beispiel Saddam Hussein, dem seinen Namen, habe ich das erste Mal gehört, als ich ein Bub war, weil er der Killer war von der Baath-Partei. Mhm. Und ich habe nachher für meinen letzten Film von Get Baghdad über die irakischen Juden in Israel, habe ich dann extrem viel Recherche gemacht und CIA-Agenten gefunden, die erzählen im PBS, im öffentlichen Fernsehen in Amerika, die Geschichte, wie sie den Saddam Hussein gerettet haben vor den Kommunisten im Irak und nach Kairo gebracht haben und ihn weiter so unterstützt haben in seinem Kampf gegen Kommunisten. Gut, also solche Geschichten gibt es natürlich. Man kennt sie auch von den Mujahideen in Iran. Genau. Aber jetzt haben wir ja zum Beispiel eben den Kampf zwischen IS, also das sind die sunnitischen Extremisten, gegen die Schiiten. Mhm. Und wer führt da den Kampf? Schauen wir doch an, jetzt im Moment gerade der Kampf um die Stadt Tikrit, Heimatstadt von Saddam Hussein. Die irakische Armee erkämpfte sich mit Hilfe schiitischer Milizen heute große Teile der strategisch wichtigen Stadt zurück. Die Kämpfer der Terrormiliz IS haben sich derweil ins Zentrum zurückgezogen und versuchen mit Sprengfallen und Scharfschützen den Vormarsch der Armee aufzuhalten. Rund 30.000 Mann, darunter Armeeangehörige, schiitische Milizen und Polizisten, stehen im Kampf gegen den Islamischen Staat in Tikrit im Einsatz. Also die Schlacht ist noch nicht entschieden, aber was da fehlt, dass es eigentlich die Iraner sind, dass der General Soleimani dort... Und wie ist jetzt das für dich als schiitische oder ehemals schiitische Iraker, dass jetzt die Iraner die neuen Kolonialisten sind und das Land beherrschen wollen? Also, als ich im 2010 das erste Mal nach dem Krieg zurückgegangen bin, habe ich eine grosse Reise gemacht in den Süden und bin dann aber auch in die armen Quartiere gegangen, in Sadr City, also Saddam City hat es früher geheißen und noch früher Thore, also Revolution, hat das Quartier geheißen von den Armen. Und dort habe ich schon überall gemerkt, den Einfluss der Iraner. Und die Leute haben auch gesagt, du, das sind Agenten und das sind Agenten und so. Es war ganz klar, dass die Iraner eigentlich den Krieg gewonnen haben von 2003. Die Amerikaner, natürlich. Die Amerikaner haben ja wollen, die Iraner draussen behalten und den Irak unter ihre Kontrolle bringen und die anderen Schiiten. Und Schiiten. Wieso die schiitischen Iraker, wieso haben die Iraner so reingelassen? Das muss man natürlich sehen. Während dem Saddam Hussein, während dem ganzen Krieg, in diesen 8 Jahren, die einzigen 2 Parteien, die ja eigentlich überhaupt noch überlebt haben, weil er hat ja alle Kommunisten ausradiert. Die ganze laizistische Opposition auf der linken Seite hat er ausradiert. Genau, deine Familie hat glücklicherweise können rechtzeitig zum Teil überleben, genau. Und die aber dann noch im Untergrund haben können überleben, sind, ist die Dauerpartei gewesen. Mhm. Also der Maliki und all die Leute, die dann an die Macht gekommen sind. Und interessanterweise war es so, dass nach dem 2003-Krieg die einzigen Parteien, die noch existiert haben, also vor Ort, sind dann eben die Schiitischen im Untergrund gewesen, weil die haben in den Moscheen können überleben und Kurden im Norden, wo ja nachher im 91 quasi durch das Protektorat, wenn du so willst, von den Amerikanern haben können einen eigenen Staat aufbauen. Und die Schiiten haben dann nachher ein Problem gehabt, dass sie sind 3 Fraktionen. Und die Iraner haben in jeder Fraktion die Leute nach ihrem Gusto aussuchen und so. Und dann ist wirklich etwas Dummes passiert, dass die Amerikaner, die sie auf der Suche waren, nach Verbündeten im Irak, nach den ersten Wahlen, haben sie den Maliki genommen. Der Maliki ist ein eindeutiger Agent der Iraner. Der hat sein halbes Leben im Iran gelebt. Also, und der hat natürlich nachher, in den ersten 4 Jahren, hat er sich noch eine Art eine Koalition gemacht mit der sunnitischen Partei. Aber und im, so. Prinzip. Im Prinzip hat er alles abgebaut, der ganze Staat, der, wenn du so willst, der ja langsam hat wieder aufgebaut werden soll, und hat seine schiitische Miliz reingenommen, hat die andere Miliz, eben, als ich 2010 dort war, bin im Armenquartier, haben mir die Leute erzählt, wie ihre schiitische Miliz, also vom Muqtada, weißt du, der hässlich da mit dem Bart, dem Sinne sind von iranischen Agenten in diesem Quartier alle umgebracht worden. Gut, also er hat alles daran gesetzt, um Macht
seine eigene Macht und natürlich mit der Unterstützung von den Iranern durchzusetzen. Also reden wir doch mal, was sich da jetzt gebildet hat. Vor allem, was mich interessiert, die Selbstmordattentäter, die es ja jetzt gibt, zuhauf. Kannst du dich in die hineinfühlen, was die antreibt, dass sie zu so etwas überhaupt kommen? Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Warum soll ich mir das? Also, nein, aber das sind ja Leute, die vielleicht, wenn du dort geblieben wärst, wärst du vielleicht auch mal in eine Situation hineingekommen, wo du hättest dich politisch irgendwie manifestieren müssen. Aber du musst also schon wissen, Selbstmord hat als politische Waffe hat in der arabischen Welt bis vor 20 Jahren gar nicht existiert. Eben, aber jetzt ist es eine der wichtigsten. Da gehen die Leute in Moscheen und bringen die Kinder und Frauen überall um. Mhm. Also wir haben jetzt da zum Beispiel, das ist jetzt nicht in einer Moschee, Bombenanschlag. Vor kurzem in Bagdad, einer von drei an diesem Tag, mitten in einem schiitischen Quartier. Ja. Was meinst also, du? Ich weiß nicht, ob du das direkt oder indirekt auch erlebt. Wie ist das? Was entsteht da? Muss ja der Hass extrem noch anhalten? Ja, natürlich. Also, ich meine, erinnern wir uns, es ist ja nicht weit weg. Da 500 Kilometer weiter weg ist vor 20 Jahren hat gleiche Sachen stattgefunden. Da sind orthodoxe Serben gekommen und haben Katholiken umgebracht und Katholiken haben die umgebracht und wieder an und du, es braucht nicht viel. Damit nicht besser. Nein, ich sage einfach nur, es braucht nicht viel. Aber ich frage, wie ist die Stimmung in so einer Stadt, wo so solche Sachen fast täglich stattfinden? Also es gibt ja wie, es kommt darauf an, in welcher Schicht dass du dich bewegst. Ja. Es gibt ja nicht einfach eine Stimmung, sondern, sagen wir mal so, das, was wir jetzt hier gesehen haben, das ist typisch Quartier der Armen. Das ist sehr wahrscheinlich sogar Thora, also das Sadr City. Mhm. Und dort werden die meisten Anschläge verübt. Das heisst, die armen Leute sind eigentlich die grössten Opfer von diesen Attentaten. Ja. Während die gebildeten Leute in den besseren, mehr besseren Quartieren genau wissen, ich gehe am Freitagmorgen sicher nicht an eine schiitische Moschee, weil dort wird es ja nicht Luft gesprengt. Ich gehe sicher nicht in eine Reihe schlagen, vor einem Kriegsgebäude, um ein Papier zu holen, sondern bestiche jemanden, dass der für mich dort ansteht. Und ich schaue halt dann, dass ich nicht an Orten vorbeifahre mit dem Auto, die gefährdet sein könnten. Also, die Leute, die so leben, leben eigentlich kein schlechtes Leben. Aber was natürlich da ist, ich sage jetzt mal, von 2007 bis 2010, 2011 war der Terror so massiv, dass die Leute wirklich einfach alle daheim geblieben sind. Und jetzt hat es interessanterweise eine Umkehrung gegeben, seit dem letzten Juni. Als Mosul gefallen ist, habe ich das erste Mal auf Facebook und auch im Telefon, wenn ich telefoniert habe und so, die Leute haben so eine Art einen Sarkasmus entwickelt, wo sie gesagt haben, du weißt was, die sollen doch kommen. Die können uns nicht alle 6 Millionen umbringen. Was soll's? Und ich finde es interessant, dass jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr die Leute immer mehr rausgehen. Also am Silvester, muss man vorstellen, weil es kein offizieller Feiertag ist in der arabischen Welt. Du, alle Leute in Mansour, in den besseren Quartieren und so, Raketen aufgetatscht, auf der Straße, Alkohol und so weiter. Also es ist wirklich interessant, dass da irgendein Paradigmawechsel stattfindet. Gut. Aber andererseits, die Situation, so wie sie dort ist, ist immer noch sehr speziell. Du hast ja mal von dir selber gesagt. Darf ich noch ganz kurz sagen? Nein, du bist relativ lang. Genau, nur ganz kurz. Bagdad ist natürlich ein Teil der Stadt geworden. Früher war es eine durchmischte Stadt. Aber jetzt sind die einzelnen Quartiere, es gibt ganz wenige Quartiere. Reden wir noch mal über dich. Du hast mal vor kurzem gesagt, in der NZZ, jeden Morgen schaue ich in den Spiegel und wundere mich, dass mich da kein bärtiger islamischer Fanatiker anblickt. Großes Lachen. Ja, das ist natürlich als Witz gemeint. Ich meine, da wird irgendwie, weißt du, in Frankreich gibt es 7% Muslim, oder? Ja. Und dann wird ein Popanz aufgebaut und man sagt, hey Mann, erobert die unsere Welt und alles. Und dann gehe ich am Morgen, stehe ich auf und denke, hey wow, ich werde jetzt die Welt erobern. Gut. Ich bin ja anscheinend ein Muslim, ein Böser. In mir drin steckt irgendein böser Terrorist, der alle die armen Leute wird terrorisieren. Aber und so, dann wundere ich mich natürlich. Als du in die Schweiz gekommen bist, bist du ja zum Teil abgelehnt worden. Weil du Ausländer gewesen bist, weil du links gewesen bist, bist dreimal zurückgewiesen worden, wo du willst Schweizer werden, obwohl deine Mutter Schweizerin ist. Ja. Du bist aus allen Schulen rausgeflogen und hast dann gesagt, ich hasse die Schweiz. Also kann man sich vorstellen, dass das ähnliche Beweggründe sind wie die in Paris, die das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft habe ich keine Chance. Ja. Und die sind einfach viel extremer vorgegangen. Ja, hast du Verständnis für die? Ich sage jetzt mal so, jeder in der Banlieue, vor allem in Frankreich, oder auch in Teilquartieren in Berlin, wo ich auch gelebt und gearbeitet habe,
wenn du jeden Tag so die Zurückweisung erfährst, ja, dann nachher sagst du dir, aha, aber was ist es denn? Was soll ich denn noch machen? Ich rede die Sprache perfekt, ich weiss mich, wie ich da bewege, ich schaue zu mir. 99% von uns, in Anführungszeichen von Migranten oder Secondos und so, sind voll integriert. Mhm. Und trotzdem werden wir abgelehnt. Ja. Also wenn du die Ablehnung die ganze Zeit spürst und in so einem Fall jetzt in Frankreich eine Zukunft hast, die einfach nach nichts aussieht, dann verstehe ich, dass gewisse Leute natürlich dann auf dumme Ideen kommen. Also, dann hast du also ein gewisses Verständnis für dich, die auch als Selbstmodell Täter. Nein, es ist eine Erklärung, aber kein Verständnis. Weil ich bin diesen Weg auch nicht gegangen. Eben, dazu hat es dir auch noch nicht gegeben. Doch, natürlich. Gewisse Leute sind in der Rote Armee-Fraktion, in der Brigade Rosse, zu was weiß ich, terroristischen Gruppen. Hätte dir auch passieren können? Hätte ich können durch meinen Hass, aber ich habe ihn nicht für korrekt empfunden, weil ich habe nicht richtig gefunden, dass man andere Leute tötet für eine Idee. Gut, du hast natürlich immer ein bisschen Erklärungsnotstand, weil man dich immer fragt, was hältst du von denen? Zum Beispiel vor kurzem hat man dich auch noch gefragt zu IS, aber schauen wir noch mal, IS vor einem Jahr hat man die Bilder zum ersten Mal gesehen, sind sie nach Mosul reingekommen und haben dort eine Millionenstadt eigentlich mit nichts haben die erobert, einfach weil die Sunniten gesagt haben, lieber die IS als die Schiiten. Am Maliki sind die sind ja noch viel schlimmer. Das ist ja eine Kapitulation totaler Art, oder? Ein Zusammenbruch totaler Art. Ja, also das ist wirklich das Ende von dieser Katastrophenpolitik von Maliki. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist auch der Wendepunkt. Das ist der Wendepunkt, dass der Irak jetzt doch eine Chance hat, besser zu werden. Weil die Leute von was? Vom Fall von Mosul. Ja. Es braucht manchmal so eine Katharsis. Wenn so etwas Schreckliches passiert, dann kommen eben die Iraner. Dann, ja, aber es ist nicht nur das die Iraner. Die USA hat jetzt auch 1000 Soldaten dort angeschickt, die irakische Armee neu aufbauen. Erst, wo die Jesiden angegriffen wurden. Aber du hast dann folgende Erklärung, das hat mich überrascht, zu IS im Club. Im letzten Herbst ist das, glaube ich, es ist nicht, dass sie genuin arabisch oder muslimisch ist oder so, sondern sie verkleidet sich jetzt einfach in dem. Ich meine, das buchstäblich verkleiden, weil so wie die rumlaufen, ist noch nie jemand rumgelaufen. Nicht einmal in der Zeit, wo sie behauptet, wollen zurückzugehen. Aber was heisst, dass sie verkleiden? Dann machst du sie kleiner und damit harmloser. Nein. Und tust sie irgendwie verächtlich machen. Dabei sind die so brutal und ernst. Ja, aber für mich sind sie eigentlich wirklich das Produkt von der Globalisierung. Sie sind das Produkt von diesen Videogames, von der Ideologie. Ja, natürlich. Es steht sogar auf ihren Text. Hey, das ist geiler als Call of Duty. Kennst du das Spiel, oder? Mit den Ego-Shooter. Ja, aber das ist das. Wenn du die Games anschaust, die entsprechen genau den Bildern, die sie produzieren. Aber was und das, mit was sie machen. Scarface ist eines von ihren Lieblingsvideos. Ja. Aber damit ist wieder der Westen schuld, dass die Leute Köpfe abschneiden. Nein, das hat doch nichts mit dem zu tun. Das sagst du ja mittlerweile. Nein, ich sage, die Sachen sind alle miteinander verschränkt. Man kann nicht einfach sagen, die selber und die selber, sondern wir sind alle zusammen. Wir sind alle zusammen auf dieser einen kleinen Welt. Ja, und das hängt miteinander zusammen. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen verwischend und vernebelt. Du hast übrigens noch Folgendes gesagt, vor kurzem auch noch im Iran. Was jetzt in Bagdad stattfindet, ist wirklich, alle Leute wissen es und sie sagen es auch. Und es ist jeden Tag auch in den Medien. Das ist unsere letzte Chance. Mhm. Also, das hast du gesagt. Wie viele Mal haben sie gesagt, es ist die letzte Chance? Weil am Schluss von deinem Film ist interessant, da bringst du deine ganze Familie zusammen, hast zwei Onkel. Und der eine sagt, es ist alles verloren, alle guten Leute sind weggegangen, es gibt keine Mittelschicht mehr, es gibt keine Akademiker mehr. Ja. Und der andere Onkel sagt, doch, es gibt da noch Leute, die kommen. Welcher These würdest du zustimmen? Also, seit ich dort selber war und die jungen Menschen kennengelernt habe, die wirklich nicht als Kind unter der Diktatur gelebt haben, aber jetzt eine neue Zeit erlebt haben und sich in dem Chaos von dem neoliberalen Struktur von dem Staat irgendwie zurechtfinden, bin ich optimistischer geworden, weil die sind total verbunden eben mit der ganzen Welt. Sie sind über das Internet jeden Tag, ich komme jede Stunde irgendeine Meldung über auf Facebook oder auf Skype oder WhatsApp von Bagdad. Die sind die ganze Zeit dort drauf. Sie wissen, was eigentlich in der Welt läuft und das machen sie auch noch, indem sie Strukturen entwickeln, die wirklich zu einer neuen Zivilgesellschaft führen könnten. Sie machen zum Beispiel Aktionen, wo sie sagen, okay, nächste Wochenende gehen wir alle zusammen in das Quartier, um den Armen zu helfen, ihre Häuser wieder aufzubauen. So Mittelschicht, Girls and Boys. Mhm. Oder sie sagen eine Aktion,
Bücher lesen. Und nachher wird abgemacht, an dem und dem Ort bringt jeder sein bestes Buch mit, liest vor oder verschenkt es an die Leute. Und so, also es passieren Sachen, die ich total spannend finde. Dein Vater ist ja 1975, als du 20 warst, ist er zurück in den Irak gegangen. Auch dein Onkel, glaub ich, aus Moskau ist er zurückgegangen. Hat das Gefühl, es wird besser. Da ist der Saddam Hussein gekommen. Sie haben auch für ihn geschafft, obwohl sie ihn gehasst haben bis zum Letzten. Also ich kann mir vorstellen, es war auch schrecklich für dich, das zu erleben. Aber hast denn du jemals daran gedacht, ich gehe jetzt auch zurück, um das Land wieder aufzubauen? Ja, also ich sage mal, als ich ganz jung war und ein bisschen verzweifelt in diesem Land, habe ich mir das natürlich schon überlegt. Und dann habe ich eine grosse Reise gemacht in der arabischen Welt und habe natürlich gemerkt, dass ich zwar mich dort wohlfühle und daheim bin, in Anführungszeichen, aber dass ich das, dass ich nicht so ein Leben leben will, dass mich noch mehr Sachen interessiert in der Welt. Und dass ich, das war dann der Grund, warum ich auch wieder zurückgegangen bin. Ich könnte mir aber vorstellen, ein Häuschen am Tigris unter den Palmen, Datteln zu essen und so. Und hoffen, dass dann nicht nebenan gerade ein Selbstmordattentäter vorbei. Aber du bist überhaupt im Verlauf deines Lebens, wenn man das anschaut, was man hört, was du sagst, bist immer positiver geworden zur Schweiz. Am Anfang totale Ablehnung. Und wo man dich mal vor kurzem gefragt hat, was ist denn besser am im Irak als in der Schweiz, hast du Folgendes gesagt. Es gibt nichts. Es gibt keine Demokratie, es gibt keine Freiheit. Also in Ansätzen. Die Leute haben keine Manieren mehr, alles zerfällt. Ich habe einiges bessere Zeit. Was kann man noch mitnehmen? Vielleicht die Langsamkeit und der Fatalismus, manchmal einfach sich den Dingen zu öffnen, so wie sie halt sind. Hast du da etwas Positives gefunden? Und am Schluss von deinem Film sieht man deine ganze Familie, die du gebracht hast, aus der ganzen Welt, die ankommt, glaube nach Sils Maria, führst ihnen den Film vor. Und ich habe das Gefühl, du hast dann plötzlich die Schweiz auch durch ihre Augen gesehen und hast realisiert, das ist das beste Land der Welt. Es ist ein Glück für dich, dass du da gekommen bist. Absolut. Und das hast eine richtige Liebeserklärung gemacht an die Schweiz. Ja, das stimmt. Ja, was soll ich machen? Also ich glaube, natürlich, unter allen schlechten Systemen ist das System immer noch das Beste. Oi, oi, oi. Aber man kann vieles besser machen. Also ich meine, wir haben da stille Apartheid. Und ich finde, da muss man schleunigst etwas dafür machen. Der Begriff Inland und Ausländer, finde ich, sollte abgeschafft werden. Und zugunsten für Bürger von einem Land, die zusammen miteinander aufhören. Es gibt eben Bürger sind von dem Land, es gibt Bürger, die von einem anderen Land sind. Ja gut, wenn einer unbedingt nicht will dazugehören. Ja. Aber da leben jetzt schon Leute seit 40 Jahren. Und die dritte Generation, die zweite Generation verweigern man sogar, Bürger zu werden, obgleich sie da geboren und aufgewachsen sind. Entschuldigung, also gut, das ist also nicht würdig von einem Land wie die Schweiz, wo eigentlich eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft ist. Also das beste Land der Welt ist vielleicht nicht ganz perfekt. In dem Film zeigst du perfekter werden. Gut, okay, hoffen wir ja beide. Ja. Aber du bist in dem Film bist dann auch zurückgegangen nach Najaf, eben, wo dein Vater begraben ist. Und da gibt es eine Szene, wo du, glaube ich, das erste Mal das Grab besuchst, nach vielen Jahren. Ja, das ist das zweite Mal. Das zweite Mal. Du gehst jetzt dort an und man sieht, wie du dort bist. Und man sieht auch, wie du emotional unglaublich berührt bist. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das angeschaut habe, zeigst du es einem Film. Über was hast du da gebrüllt? Über das Schicksal von deiner Familie oder das Schicksal von deinem Land? Nein, ich habe natürlich so auch für meinen Vater, wo so, auch wenn du so willst, eine Art ein tragisches Leben gehabt hat. Er hat wirklich, er ist zu uns gestanden, er hat sich wirklich in diesem Land angepasst, er hat alles gemacht und nach 15 Jahren hat er gefunden, du, jetzt sind alle erwachsen worden, ich habe von euch fast nichts gesehen, ich bin am Morgen um 6 Uhr auf den Zug und am 7 Uhr abends wieder heimgekommen. Ich habe geschafft wie ein Eseli und eigentlich ist nichts übrig geblieben. Ich will jetzt zurückgehen in mein Land. Und er geht zurück in sein Land und der Krieg fängt an. Und er stirbt im Rahmen von 6 Jahre später. Also, du bist ja ein Mann der Kultur. Und das spielt ja in diesem ganzen Konflikt auch eine Rolle, wenn du die Bilder siehst, IS, das Museum von Mosul, wo sie also die Vergangenheit zerstören, und zwar bewusst. Sie sagen, das ist nicht islamisch, weil wir haben keine Bilder, wir sind keine Götzen und so weiter. Und wenn du das siehst, also wie das alles irgendwie auch noch zerstört wird, was kommt da bei dir an? Also ich muss sagen, also das ist da kannst du nicht viel dazu sagen. Das ist einfach so brutal. Das Einzige, was ich kann wirklich auch wieder positiv daraus sagen, dass ich gesehen habe, dass im Irak die Menschen alle mit Schrecken und Entsetzen reagiert haben. Und sogar die mit den Kopftüchern, die Religiösen, alles. Es ist wirklich durchgehend. Nochmal,
Der Fall von Mosul war ein Fanal. Und das da einmal mehr, da sagen die Leute, das sind nicht wir. Mhm. Das sind nicht wir. Aber ihr seht es eben, es ist der Abu Bakr el-Baghdadi, ja, ist ein Sunnit von dort, der sich übrigens benannt hat nach dem ersten Nachfolger von, genau. Von Mohammed. Und damit. Aber du hast jetzt ein Denkmal gemacht für deine Familie und für dein Land. Das ist, glaube ich, in dir drin. Du hast mal immer einen Erfolgsfilm machen, grosse. Kann ich wählen? Sagst du immer? Ja, ja. Ich habe auch einen erfolgreichen Film gemacht. Ja, gut, aber so, ich dachte, du wirst jetzt der Nächste, was weiß ich. Nicht gerade Steven Spielberg, aber so. Ah, ja. Aber hast jetzt du hast du dich. Gesehen? Ja, jetzt, okay. Ja, gut, jetzt hast du aber etwas anderes. Ist es vielleicht wertvoller? Ah, sicher ist so etwas. Also, ich glaube, der Film wird bestehen. Ja. Weil ich habe es ja jetzt erlebt. Ich bin ja durch die ganze Welt schon mit dem Film. Und übrigens, er läuft da. Dumm und dämlich. Ja. Also, die Leute gehen, also, es ist einfach, jede Vorstellung ist voll. Es hat es noch nie gegeben, meine Verleihung. Nur sagen, in einem kleinen Kino am Abend um 18:30. Ja, eben. Umso schlimmer. Ja. Wir sind auf Platz 22 auf der Top-Liste mit allen amerikanischen Hitfilmen mit einer Vorstellung pro Tag. Ist wir grossartig. Haben, ja, wir haben 3.500 Zuschauer in drei Wochen mit einer Vorstellung pro Tag. Ich gratuliere dich. Aber noch etwas anderes. Ich habe noch ein kleines Film, das ich abschiessen will. Okay. Abschiessen. Nämlich das hier. Ich habe schon vorher angefangen, Kino zu schauen, schon früher. Also ich habe eigentlich von den chinesischen Karate-Filmen bis zu den indischen Schnulzen eigentlich alles reingezogen, was man reinziehen kann in den billigsten Kino. Und ich stehe auch auf das amerikanische Kino. Und das ist in den ganzen 70er Jahren, bin ich schon als ganz Junge schon ganz Kino verrückt gewesen. Ist eigentlich besser aus, was du gedacht hast, oder? Auf eine Art und Weise. Kennst du den nicht? Heugo, wir sind heute draußen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr eine interessante Sendung. Morgen Abend aus der ähnlichen Region, Katar. Dort sollte die WM, Fußball-WM 2022 stattfinden. Da gibt es Menschenrechtsverletzungen. Über das wird morgen diskutiert, unter anderem mit Vertretern der FIFA. Ihnen danke ich vielmals für das Interesse. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.